Nachdem wir nun alle Gebiete, die wir zurzeit fertig machen können, abgeschlossen haben, wie man hier sehen kann, geht es nun heute weiter in ein neues Gebiet. Ich freue mich schon mega drauf. Wir können eigentlich theoretisch mal gucken, ob wir dann doch nochmal zu dieser Quelle gehen. Aber man sieht es hier, wir sind fertig. Nun geht es weiter in den Ozean. Da Miss Peach habe ich mich informiert, diese Statue bekommt man, wenn man alle Toads im weiten Ozean findet. So. Und tatsächlich, unseren Partner verlieren wir. Denn der bleibt hier. Und sobald wir wieder in die Wüste kommen sollten, ist der Tod dann wieder am Start. Aber so bleibt er halt einfach dort. Er hat irgendwie gesagt, er hat irgendwie keine Lust, in die Wüste zu gehen. Wir sollen bitte ohne ihn gehen. Kann ich nachvollziehen, ganz ehrlich. Er ist ja ein Archäologe. Und hat da wohl eher nichts zu tun. Ein neuer Pokal, ja. Irgendwann schauen wir uns das Museum an. Vermutlich wird das ein kompletter Part dann sein. Am Ende des Spiels. Ist so meine Sache. Die Musik ist da auf jeden Fall schön. So, und ich habe ein bisschen Geld gefarmt. Oh, was gibt's denn? Im Sensorlabor. Am Picknickfach gibt es was Neues. Sehr gut. So, ich gehe jetzt mal kurz wieder in die Seitengasse, weil da gibt es bestimmt eine neue Statue für uns. Eine weitere spektakuläre Erfindung. Hi. Ja, sehr schön. Er hat Schatz Minis. Ah, okay, den Locher. 800 ist ja wohl sehr, sehr easy. Nummer 9. Dankeschön dir. Der Blockentverstecker. Oh wow, okay, cool. Wie der Toadradar, vermutlich. Wisst ihr was? Dann wir können theoretisch da jetzt. Ja, wir gehen zuerst dahin, obwohl. Ne, gehen wir auf die See, kommt. Wir holen uns das irgendwann anders, wenn wir immer wieder ein Teleport haben dorthin. Ach, guck mal, da oben, der Toad, der ist auch neu. Der wurde jetzt auf diesem Springbrunnen sitzt und der Springbrunnen war auch noch nie an. So, also. Hallöchen, Kapitän, na? Sollen wir im Motor hissen und die weiten Ozean? Ja, genau das sollen wir. Auf geht's! In den weiten Ozean, um die lila Luftschlange zu lösen und dann fehlt uns nur noch grün, Tatsache. Das ist supi supi. Richtig nice. Krass, dass nur noch zwei jetzt fehlen. Das ging jetzt irgendwie echt flott. So, ich sehe da vorne direkt mal einen Typ. Vielleicht können wir dem helfen. Mal schauen. Oh nein, ich habe sie fallen gelassen. Platsch die schönen Münzen den Bach runter oder eher den Ozean. Okay, aber wir können ihm, soweit ich weiß, nicht helfen. So, gehen wir direkt mal zur Luftschlange, ne? Würde ich sagen. Mario, sieh doch, die Luftschlange verschwindet hier einfach im Wasser. Wie sollen wir denn jetzt folgen? Einmal in die Richtung fahren, würde ich sagen. Da vorne war auch die MS Peach, aber die interessiert uns jetzt mal nicht. So, ehrlich gesagt weiß ich nicht. Hast du einen Tipp? Wo die violette Luftschlange uns wohin führt, dürfen wir nicht aus dem Auge verlieren. Ah, da vorne ist sie. Okay, sie führt dort in diesen Nebel rein. Ich hoffe, der Nebel ist jetzt nicht allzu komisch. Beziehungsweise, keine Ahnung, kann ich da einfach durchfahren? Ich weiß es nicht. Maschinenstopp. So einen Nebel habe ich noch nie gesehen. Man sieht da eigentlich genauso nicht, wenn ich eine hätte. Wow. Diese Suppe würden wir uns nur verfahren. Wir müssen umdrehen. Ehe wir nach Klabautermanns Küche kommen. Bricht er doch der Mast, wenn wir nur eine Seekarte hätten. Damit könnte ich wieder direkt diesen Dursthai hier navigieren. Sag mal, wo wir gerade beim Thema Karten sind, kennst du die Legende von Kapitän Tod? Theod? Er soll einst einen Tod gegeben haben, der sich unter den Wellen bewegt und im Besitz einer gar nicht mysteriösen Seekarte war. Aber das sind sicher nur alte Geschichten. Wenn sie nur wahr wären, an solche Seekarten würde uns sicher den Nebel helfen. Sprechen Sie von dem Kapitän Toad? Den kennen wir. Er hat gesagt, dass er ins Museum will. Ihr Scherzkekse. Das ist das drolligste Seemannsgarn, das ich je gehört habe. Der saugumwobene Kapitän eingesperrt im staubigen Museum. Ich lach mich schlapp. Moment. Das war ein Ernst? Oh wow, nicht hin. Okay. Er glaubt uns noch nicht so ganz. Vor allem nicht eingestaubt, der lebt einfach noch. Das ist schon krass, ne? Es wurde aber nie gesagt, wie alt er ist. So, ich mach's mir einfach. Wir gehen zurück zur Stadt. Okay, dann würde ich sagen, wer weiß, wie es jetzt doch so ergibt, gehen wir doch zuerst zur Picknickpfad.
Also im Museum, da können wir ihn abholen, vermutlich, und dann zum Picknickpfad, so übergangsmäßig. Ist das, denke ich mal, gar nicht schlecht. Da haben wir nämlich gleich die neue Erfindung auch. Übrigens kann man auch hier alle Mitteilungen sehen. Minierung fertig. Genau, also. Ach, guck mal an. Hier sieht man sogar, in welcher Reihenfolge man die Luftschläge macht oder nicht. Nee, überhaupt nicht. Wir haben jetzt zuerst, ja, grün. Nee. Was haben wir denn zuerst? Ah ja, die rote, dann die blaue, dann die gelbe. Da müsste jetzt theoretisch die grüne kommen, aber es kommt ja die lila, ne? Naja, ist halt so, ne? Wir müssen noch hier vorne rum, fällt mir gerade auf. Ich wollte eigentlich mit dem Toad reden, aber dann so nicht. Ich habe mir ganz bisschen Geld gefarmt, wie ihr vielleicht gesehen habt. Ich habe jetzt 11.000, das ist halt gar nicht mal allzu schlecht. So, vielleicht hat er auch was Neues. Wir können ja mal vorbeigucken. Ich weiß es nicht. Ach ja, ich liebe das Toad. Ja, Tatsache. Hey, willkommen zurück, Mario. Ich habe schon auf dich gewartet, denn du musst Neues zeigen. Schlachtordner. So, den Schlachtordner. Bist du manchmal auch einfach zu schwierig, Gegner kampfrichtig anzuhören? Tja, wer will nicht? Das Gerät zeigt dir mit einem Kreis die perfekte Ausstellung an und dann Ruhe auf den billigen Plätzen. Und du musst nicht mal Münzen dafür ausgeben, es funktioniert einfach ein schönes Schnäppchen. Du aktivierst dieses hilfreiche kleine Extra, indem du mit Plus das Menü öffnest und Optionen entsprechendes einmachst. Nein, danke mir nicht, Mario. Ich bin nur froh, dass ich einen echten Helden wie dir helfen kann. Auch das ist jetzt auch so ein Item-Moment. Ja. Nee. Ah, hier wird es sein, oder? Nee, hä? So, hier vielleicht, was Wichtiges. Ausrüstung. Ich habe definitiv zu viele Sachen. Vermutlich habe ich es bei hier irgendwo. Ehrlich gesagt, indem ich Plus drücke und dann bei Ausrüstung dachte ich halt. Egal, wir werden es schon rausfinden im Kampf. Vielen Dank auf jeden Fall. Ich schau mal, ob er noch was hat. Geh lieber nochmal runter, bevor wir irgendwas verpassen. Nee. Okay. Wir haben uns hier schon alles angeschaut mal, deswegen passt es. Muss ich nicht mal perfekt? Das habe ich ehrlich nicht gewusst. Ich bin einfach nur hingegangen, dachte mir so, hey, könnten wir wieder vorbeilunsen bei ihm. So, doch jetzt kommen wir wahrscheinlich zu Theod, der in seinem Schiff da im Hintergrund sitzt, oder? Ich hatte gedacht, dass Captain Theod hier begrüßen würde. Aber der Theod? Der existiert in Wirklichkeit gar nicht, musst du wissen. Er ist nur eine alte Legende, eine schöne Legende, aber dennoch nicht real. Moment mal, auf dem Schild steht Super Mario Steuern verboten. Super Marino. Das ist verboten, wenn dieser Eindringling das tut. Ja, verboten. Mein teurer Marino, nur immer stilvoll. Noch immer formidabel und doch schreitet die Zeit voran. Oh, wir hatten gerade von ihnen gesprochen. Also haben sie gefunden, wonach sie suchten? Die Seekarte, wie war's? Ach, hoffentlich haben sie gefunden. Manches Glück will immer verloren sein. Zurück bleibt nur eine flüchtige Erinnerung wie ein einzelne Träne ins Meer. Doch in der Tat, ich erlangte die Seekarte. Ich schlage einen Handel vor, befördert mich in mein stolzes Schiff zum weiten Ozean und meine Karte soll euch gehören. Tut mir leid, dass ich so spät dran bin, aber ich hätte Allerwichtigstes gehört, als ich reingekommen bin. Wenn ihr diesen Trott zum weiten Ozean befördern wollt, bin ich euer Tod. Oh, das wird einfach toll, ein U-Boot auf einem Schiff, zwei berühmte Kapitäne. Ich kann es kaum erwarten. Und was ist mit meiner Ausstellung? Das war die Hauptattraktion. Wo soll ich jetzt bloß eine neue herbekommen? Das sind ja wohl die wenigsten Sorgen. Ich habe dir schon so viele Schatzminis gegeben. Schön langsam. Verbindung hergestellt, ihr Elite-Stadler. Wenn ihr euer Schiff noch weiter auspeppen wollt, mehr Schlotte, mehr Nieten, mehr Schwimmbingpools, lasst es mich wissen, ja? Mein Dank ist euch gewiss. Dies übergebe ich eure fähigen Händen. Die Seekarte, alles klar, das heißt, wir haben jetzt einen großen Überblick. Klasse, jetzt finden wir andere Ende der Luftschlange, ganz sicher. Außerdem gibt es ja noch mehr Abenteuer für uns. Wer weiß, was es fantastisch sein auf der See zu werden. Auf Sehen sehen. Ich hab's halt echt drauf.
Ich muss schon sagen, die ganze Situation mit Captain T in Theod ist das, was man in akademischen Kreisen als total gaga bezeichnet. Aber davon abgesehen, die Authentizität der alten Texte ist unstrittig. Die Marino gehört Ihnen, Kapitän. Ich wünsche Ihnen viel Glück und alles Gute auf Ihren Reisen. Sollten Sie zu einem erneuten Besuch dieses Museum entschließen, biete ich Ihnen gerne eine persönliche Führung an. Boah, er ist ein großer Fan. Oh, das ist einfach der Knüller. Ich freue mich schon so, dass ich in mein Schiff euch helfen kann. Und ich kann kaum erwarten, herauszufinden, wie dieses U-Boot alles kann. Es wird unter Wasser. Ich sag ja, diese moderne Technik. Jedenfalls, wenn ihr mich braucht, könnt ihr einfach zu mir sagen. Sagt mir Bescheid, euer Skipper ist für euch da. Okay. Aber wie gesagt, ich würde trotzdem nochmal zur Picknick-Ebene gehen. Da holen wir uns jetzt das da, was wir da noch bekommen. Und dann können wir beruhigt, sage ich mal, abschließen. Ich wollte mir noch was im Shop kaufen, aber dann habe ich gerade bei der Ausrüstung gesehen. Nee, absolut nicht nötig. So viele Hämmer und so, was wir noch haben, muss wirklich nicht sein. Attenschatz Mini. Maßstab 1 zu 24. Oder ist das überhaupt ein Schatz Mini? Keine Ahnung. So, da wäre ich dann auch schon. Dann gucken wir doch mal, was hier abgeht. Und mein Gott, ich könnte einfach die Röhre benutzen. Aber so klug bin ich dann anscheinend auch nicht. Endlich, mein Meisterwerk ist fertig. Das Zenit meines Schaffens. Ein neuer Block-Entverstecker macht unsichtbare Blöcke in der Nähe zu ganz normalen, unversteckten Blöcken. Eine weitere Revolution, die Sensorlabor der Welt gebracht hat. Mario, probier es doch gleich mal aus. Okay. Letztes Mal haben wir den Test voll verkackt, aber diesmal wird es wahrscheinlich besser laufen. Mal schauen, wie das so ausschaut. Bist du bereit, die Geheimnisse des Blockendversteckers, Mario? Das Gerät auf dem Kopf sieht vertraut aus, nicht wahr? Ja. Ja, unser Blockendversteckers hat dieselbe Design wie das Toadradar und er ist ähnlich. Wenn ein versteckter Block in der Nähe befindet, schlägt das Gerät aus. Ah ja. Wenn du an den Block kommst, hast du stärker reagiert, das gute Stück. Bring doch bitte genau hier, Mario. Ah, ein versteckter Block. Willkommen in der Welt des Sichtbaren, du Schlingel. Wenn du einen versteckten Block in der Nähe vermutest, spring doch und schwing den Hammer. Wenn ein Gerät leer ist, bei Gebrauch der Batterien, achte auf die Anzeige. Also dann, frohes Entverstecken. In den versteckten Blöcke, weil die Batterie leer ist. Alles klar. Ganz schwer. Oh wow, als ob. Als ob die einfach nur das da hingepackt haben. Das war ja jetzt etwas simpel, ehrlich gesagt. Hier auch. Ja, achso. Hier ist tatsächlich gar nichts. Nee. Na, hier war es gerade ein bisschen stärker. Ah ja. Okay. Hier ist auch keiner. Weg. Easy. Das ist ganz praktisch, weil mit Blöcken habe ich ja immer Probleme. Kann das jetzt bitte der letzte sein? Ich hoffe mal. Ah, den brauche ich ja sowieso, um da hochzukommen. Fällt mir gerade auf. So, und jetzt gucken wir noch bei da drüben. Nicht? Oh Mann. Halbe Batterie habe ich noch auf jeden Fall. So, ich gucke jetzt nochmal da drüben. Achso, hier muss nach oben gehen, doch, ja. Ach, da ist der, oh mein Gott. Aha. Ziemlich simpel. Achso, das war es immer noch nicht. Oh. Ja. Ah, okay. Easy. Das ist mal, jetzt wird kein Block mehr hinter das Licht. Ja, hoffe ich doch. So, wir kennen keine Grenzen mehr. Es beginnt eine neue Zeitrechnung. Bahnbrechender Sensorgeräte. Du weißt, was du zu tun hast, mache. Nimm den Block. Und falls der explodiert,
Dann sag's nicht weiter, ja? Ich hab schon ganz schön meine Kollegen. Okay, dankeschön. Findet kinderleicht versteckte Blöcke in der Nähe. Der Block-End-Verstecker. Dann habe ich es getan und jetzt? Vielleicht sollte ich mich nach dem Hobby umsehen. Ich könnte ja Origami lernen. Ach, tatsächlich war das die letzte. Mhm. Was? Achso, nee, ich möchte nicht testen. Ich wollte eigentlich, dass du sie wieder auflädst. Aber anscheinend geht es nur, wenn sie ganz leer sind. Ja, ja, okay. Ja gut, dann denke ich mal, ich habe jetzt alle Geräte, weil er hat so gesagt, er sollte sich jetzt vielleicht nach dem Hobby umziehen, weil er jetzt so tolle Sachen gemacht hat. Okay. So, wir nehmen einfach die Röhre, das ist so doof, das ist ja die, wo direkt vors Museum führt. Und dann gehen wir jetzt endlich auf den weiten Ozean mit dem neuen Schiff, ich hoffe es zumindest, beziehungsweise mit dem Upgrade. Ich habe schon zuerst gedacht, wir kriegen jetzt nur Kapitän Theod, aber beide sind natürlich noch cooler, wie Olivia es schon sagte. Ah, oh, die Turtle Town Musik ist auch so eine der schönsten. So. Also ich bin startklar. Ja, der nur übers Meer. Let's go. Ich spreche aber mit ihm mal. Auch eine Reise von 100 Seemeilen begibt ein einzelner Platz, ja. Ey, guck mal, hier komme ich auch hoch. Oder? Komme ich da hoch? Anscheinend nicht. Okay, ja, dann würde ich sagen, stech mir doch auf hohe See. Ja. Und ich denke, er kann jetzt tauchen, dann können wir bestimmt diesem einen Schallgeider helfen, der da war. Also das kann ich mir gut vorstellen zumindest. Ich finde es so cool, dass es im Hintergrund nur noch zwei Luftschlangen, also ich finde das so toll, wie das immer inszeniert wird. Also egal, wo man hinguckt, man sieht immer eine Luftschlange mindestens. Es ist einfach so. Drücke L, um die sieht. Ja, okay. Der rote Schiffsumriss zeigt an, wo wir uns gerade befinden. Nutze die Seekarte, um dich auf dem Meer zurechtzufinden. Eines der größten Teils leer, aber ich verzeihe Ihnen neue Orte darauf, wenn du sie entdeckst. Einen See habe ich bereits auf der Karte. Ein schauriges Schadel für mich. Ich nenne das Knochenkopf Island. Knochenkopf Island soll etwas mit dem Nebel auf dem weiten Ozean zu tun haben. Begeben Sie sich als erstes dorthin. Mhm. Nur Kurs auf Knochenkurz Island, das war ja vor der Zungreche. So, bei dir kann ich jetzt bestimmt helfen mit dem Tauchen, ne? Hm, ja klar, sollst du der Sache auf den Grund gehen. Hab nicht umsonst das gerade schon vorher ihn gefragt, wie es ihm geht und so. So, die Frage ist, wie steuert man das denn? Ah, okay. Hä? Bin ich irgendwie blind oder... Ja, dann nur diesen Stein. Nein. Ah, hier. Ah ja, und X drücken. Jetzt ja. Alles klar. Ausgezeichnet, käme zurück. Okay, dann mal schauen, was das ist. Ich vermute ein Minischatz. Nee. Auf dem See verlorener Besitz eines Schalkers. Gib ihn ihm zurück. Ah, okay. Ein Sack, der scheint wohl jemand zu gehören. Wäre es nicht nett, einfach mal reinzuschauen? Was? Was? Das wäre überhaupt nicht nett. Vielleicht sollten wir mehr Schätze. Wir sollten an interessanten Stellen tauchen. So, ja. Oh nein, ich habe sie fallen gelassen, Platsch. Schöne Münzen. Hier, bitteschön. Wow, mein Münzensack. Ihr habt ihn gefunden und nicht einfach behalten. Hier ist eure Ehrlichkeit. 1000 Münzen? Ja, gut. Ich werde diesen riesen Sack Münzen nie wieder aus den Augen lassen. So, ich habe jetzt noch eine andere Idee, wo wir jetzt als nächstes hingehen können. Und zwar hier hinten war doch so eine Insel. Ah, da ist nochmal so ein Typ. Kämpfen will ich nicht. Ah. Oh mein Gott. Oh mein Gott, coole Theme. Weil jedes... Oh mein Gott, wie viel sind denn das? Das Battle-System ist ja immer, aber egal auf welcher Luftschlange man ist, auf der Jagd, verändert sich das so ein bisschen, die Battle-Musik. Und ich finde sie gerade mal wieder echt cool. Ah, ist super einfach, was ich hier machen muss. Cheep-Cheeps sind ja sowieso wie... So super einfach, so wollte ich das sagen.
So, tu sie wieder ins Wasser bringen, lieber Mario. Sehr gut. Oh mein Gott, wie viel Tod. Also es sind echt nicht mehr allzu viele Lücken, muss man dazu mal sagen, ne? So, das heißt, so allzu viele Toads können dann da gar nicht mehr dazukommen. Den Großteil haben wir auf jeden Fall. Und den Rest, ah ja, ich mag das. Das ist so ein bisschen vom Meer ist da was dabei. Aber auch irgendwie nicht. Ah, noch eine, okay. Das ist aber die letzte. Gar keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich mach's mal nochmal zurück. So. Und jetzt da so drehen vielleicht. Klappt das jetzt? Nee. Dann würde ich noch irgendwie probieren, die zwei, ja, wenn ich die da reindrehe, geht das nicht? Keine Ahnung. Vielleicht war es davor sogar besser, ich weiß es nicht. Wir besiegen auf jeden Fall den Größteil jetzt schon. Wenn noch um die 4, ja, vermutlich sogar 4 übrig bleiben. Wow, mache ich wenig Damage, wenn ich nicht 1,5 mache. Krass. Ja, und dann noch 2 und dann bleiben noch, 6. Schade, ich dachte 4. Naja. So, wir knacken jetzt auch schon wieder die 13.000, aber ich habe jetzt letztens auch im Stream, oh, das macht ja viel mehr Sinn. Im Stream habe ich letztens erfahren, dass wir tatsächlich für einen Minischatz ganz am Ende des Spiels 60.000 brauchen. Deswegen, ein Kampf schadet uns nicht. Was, noch eins? Okay. 4-mal angreifen, das durften wir auch noch nie, aber es war ja auch eine Riesenschar. Oh, ich dachte schon, ihr überlebt das, ne? So, und ihr zwei dürft mich jetzt sogar angreifen. Seid glücklich. Seid die Letzten, die überleben. So. Ja, die haben schon aufgegeben. Sie lassen mich nicht mal mehr anordnen. Zack und zack. Ah, schaut mal, da ist sogar die MSP-Team im Hintergrund. Oh, das ist unser Schiff. Schiff, genau, Schiff. Weiß es nicht. 600, sehr gut. Okay, dann... wo waren das? Wow. Wie viele Splitter auch. Okay, hier ist tatsächlich das Ende, ne? Ah, verdammt. Ich wollte keinen Tipp, ich wollte L drücken. Alles klar, ja, dann gehe ich mal zu denen. Er hat ja gesagt, er zeichnet die Sachen ein, dann, wenn wir vorbeikommen, wo... Ja, genau, und das wollte ich hier. Hier wollte ich, ja. Kommen wir doch bestimmt hier hin. Ja. Eine viereckige, seltsame Mysterien uns dort erwarten. Weg. Ich frage mich, ob das hier als die Löcher gezählt werden. So, ich möchte auf jeden Fall hier raus. Es geht nämlich endlich. Dann können wir nämlich das jetzt endlich rausfinden, was hier abgeht. Revanche Island. Okay, wir werden hier auf jeden Fall kämpfen. Mehrere Gegner vermutlich sogar antreffen. Willkommen, Krieger. Krieger der Wellen. Auf dieser Insel erwarten dich sieben mächtige Pappmaschuh-Gegner. Ah ja, okay. Wenn du sie besiegen willst, solltest du belohnt werden. Für jeden Sieg erhältst du mehr und mehr Münzen. Hast jedoch deine Kraftpunkte auf Null. Game over. Du verlierst die Runde und alle Erkämpfte. Der Einsatz von Pilzen ist verboten. Überleg dir gut, ob deinen Sieg weitermachen willst oder nicht. Genug der Worte. Die Insel will Kämpfe sehen. Runde 1. Ah, wenn es nur Pappmaschos sind, dann geht's ja eigentlich. Ja, vor allem Goombas. Ah, okay, krass. Der hat ja viele. Ja, aber den muss man nur richtig ausweichen. Da will ich jetzt auf jeden Fall... Da will ich auf jeden Fall 7 wählen, hat er gesagt, ne? Da will ich jetzt erstmal keinen Damage bekommen. Ich hoffe. Okay. So, komm her. Das ist noch besser, weil dann sieht man ihn besser. Da. Ja, komm. Weg. Damit ist sein letztes weg. Und damit können wir mal normal kämpfen. Da nehme ich nur noch 3-mal Leben. 3-mal Leben, 3 Leben, wie auch immer. Zack. Ja, also wie gesagt, gegen den will ich nicht. Danach kriegen wir wahrscheinlich einen Cooper. Dann vermutlich auch irgendwann einen, wie heißt der denn? Den, wo wir in der Wüste besiegt haben, einen Procky. Und ohne Damage den ersten. Ah, es gibt sogar eine Heilung. Also auch hier, sehr gut. Jetzt bin ich sogar full. Gewonnen. 100 Münzen. Ja, ich möchte mehr. Weiter kämpfen, let's go. Sehr gut. Also ich darf bloß keine Nullpunkte halt bekommen. Keine Null Leben. Was ist das? Ein Shy Guy, ja. Ah, okay.
Waren wir schon gegen 7 Pappmaschu-Gegner gekämpft? Ich weiß schon gar nicht mehr. Ich bin gespannt, ob da auch ein Tintenfisch etc. kommt. Ja klar, Heavy TF, wie unfair war das denn? Der war ja viel zu schnell. Könnte ja gar nicht ausweichen. Am besten immer nur in eine Richtung. Ja, schaut mal, wie die sonst laufen. Ah, okay, der läuft auch zweimal. So, Mann, das war dumm. Ja, wenn ich jetzt dafür kein Damage mehr bekomme, dann wäre es ja gut. Hallo, danke. Also ein bisschen. Ja, okay, er läuft tatsächlich immer zweimal. Ah, das muss man sich halt merken, ne? Mann, was soll das? Ja, genau. Du doofer Hund. Wenn man einmal in seine Strecke reinläuft, dann hat man halt verkackt. So, was kriegt man hier? Nur einen 20er, ne? Überleg mir grad. Runde gewonnen, sehr gut. 500. Okay. Interessant, hier kann man ja Geld farmen. Wenn es jedes Mal so ist. Der nächste Gegner, wer ist denn das? Jetzt vermutlich ein Cooper, oder? Ja. Oh je. Ich glaube, ich gehe in Runde 4. Game over. Ich frage mich halt, was man bekommt, wenn man alle bekommt. So, am besten immer hier im Kreis laufen. Ja, what the fuck? Oh man, ich gehe hier Game Over. 100 Leben schon verloren. Ich weiß nicht, wie oft der halt das macht. Aber anscheinend auch zweimal. Immer auf Abstand. Wenn man jetzt ohne Damage vorbeigehen würde... Jemine, oh Jemine. Zack. Ja, komm, mach ruhig. Ich wusste gerade echt nicht, wohin mit mir. So. Ah, das war's schon. Stimmt, der braucht ja nur 2 Treffer. Naja, immerhin ein paar Leben gekommen. Ja doch, ich mach weiter. Ja, das ist doch echt eine gute Geldfarm-Methode hier. Ich möchte weiterkämpfen. Also jetzt kommt ein Proki, denke ich mal, oder? Ah, okay. Ein Buhu. Ich weiß nicht mehr, wie man ihn besiegt, aber mal gucken. Wird schon irgendwie schief gehen. Ah, der taucht doch immer irgendwo auf, ja. Und jetzt? Ja, wie soll ich denn hinter ihn kommen? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Wenn er kommt, dann macht er was? Nee, ich verstehe es nicht. Ich kann ihn durchgehend anschauen, aber dann kommt er irgendwann wieder. Lass mich in Ruhe. Er ist ja voll schwer, gegen den zu kämpfen. Nein! Ja, hä? Ich verstehe den Kampf halt nicht. Ich kann immer so machen, aber bringt mir halt überhaupt nichts. Und halt immer ganz woanders. So. Also um ihn rumlaufen wird ja wohl kaum funktionieren. Oh Mann, ist das nervig. Ich will jetzt mein Preisgeld. Aber ich weiß nicht, wie ich den besiegen soll. Und vorne kann ich ja nicht draufschlagen. Vor allem dreimal muss ich ihn erst treffen, so, ne? Ich muss vermutlich um ihn rumlaufen. Ah ja, okay. Hab's verstanden. Ganz nah an ihn ran. Nein, jetzt hatte ich's doch fast. Ach komm jetzt. Nerviger Fight, wirklich. Ungelogen nervig. Jawohl. Ja. So geht das. Okay, ich kriege jetzt hoffentlich kein Damage mehr. Ich muss ihn weiterhin so angreifen, alles klar. Nein, ich war doch jetzt schon weg.
So, weiterhin. Bitte weiterhin so, wenn ich noch einmal getroffen werde, wäre es das echt. Wäre das echt richtig mies. Zack, das war's. Oh mein Gott, Gott sei Dank, 50 Leben dazu. Okay. Ja, dann mache ich nochmal weiter. Zack, 3600 Münzen. Komm schon, ich krieg das hin. Was kommt jetzt? Der sechste, ne? Sechs oder fünf, ich weiß nicht. Jetzt müsste eigentlich wirklich der kommen. Ja, okay. War es, auf den muss ich... Okay, ja, gegen den habe ich noch nie gekämpft, hallo? Was zum Teufel? Ja, ich bin bereit. Ich habe bloß keine Ahnung, was der für Angriffe drauf hat. Ah ja. Okay. Ja, aber... Hä, wie soll man den denn so schnell angreifen? Komm. Nee, hä? Soll ich den, während er zu mir kommt? Ich will es halt nicht probieren, wenn man halt so viel Damage kassiert. Das ist echt abnormal. Nee, das macht er ja durchgehend. Also oben ist er nicht safe, ne? Aber... Ich weiß halt ehrlich nicht, wie ich ihn runterholen kann. Hallo? Was zum Teufel? Ich hätte gedacht, ich time das jetzt, aber das ist einfach falsch so. Nee, ich hasse das. Warum denn? Warum kriege ich einen Gegner, den ich noch nie besiegt habe? Ach du Scheiße. Vielleicht direkt nach der Bande muss ich gegen ihn kämpfen. Hallo, siehst du mich? Siehst du mich bitte? Danke. Oh je. Ja, nee, das kann doch nicht sein. Das glaube ich halt nicht, weil das schon echt hart dann ist. Ich dachte, jetzt kommt ein Pocky, da wüsste ich wenigstens, wie ich ihn besiegen muss. Oh je, das schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht, ja. Ja, noch einmal und ich bin tot, hä? Was soll ich denn tun, bitte? What the hell? So, ja. Gut, ich bin tot. Aber ich sehe das auch nicht ein, so. Wir kommen irgendwann später hierher. So traurig. Ich weiß, ich verstehe, ich krieg alles hin und dann kommt so ein Gegner, den ich noch nie besiegt habe. Und dann sagen die mir so, hey, das schaffst du jetzt. So, hä? Nee, passt schon. Ich mach das jetzt nicht nochmal. Wir machen das mal anders. Ja. Das kann ja nicht sein, hä? Die können ruhig einem sagen, wie man bitteschön den Gegner besiegt. Danach kommt dann halt nochmal einer. Ich bestimmt auch nicht kenne. Juhu, Knochenknopf, eine, naja, nicht ganz. Irgendwann kommt er bestimmt, aber jetzt noch nicht. So, was hat der denn für Probleme? Wie kann ich dir denn weiterhelfen? In diesem Meer gibt es eine Insel, dort kannst du gegen Riesen kämpfen. Du bist auf einen Kampf, fahr nach unten zum Riff links. Verstanden, ganz einfach. Aber ich möchte trotzdem gucken, ist hier was? Oh, okay. Aber nur ein bisschen Geld. Ja, das finde ich jetzt schon ehrlich gesagt ein bisschen doof, dass das Spiel einfach dich so da reinwirft. Du hast noch nie gegen den Typ gekämpft, aber jetzt sollst du es plötzlich wissen. Wie der Kampf funktioniert, das ist so ein bisschen fragwürdig, sag ich mal. So, ich gehe jetzt auch weiter zu... Oh Gott, bitte kein Typ-Typ-Kampf schon wieder. Ah ja, das holen wir mal anders nach. Ich notiere es mir auf jeden Fall. So, hi, hast du was verloren? Unfassbar, dieser Nebel. Man kommt nicht vorwärts. Denn wo ist vorwärts? Ich wollte gucken. Ja, wenn ich jetzt in die Richtung weiterfahren würde, dann würde ich zur Knocheninsel kommen. Ich hoffe. Ich hoffe, ich komme zur Knocheninsel, weil... Ach, man kann sowieso auf der Leben. Okay. Meine Karte wird uns krass, dass der sich hier nicht verirrt. Ja, wirklich krass. Da, dann kommen wir zumindest noch zur Knocheninsel. Ich fahre jetzt nicht ernsthaft dran vorbei, da. Was für ein unheimlicher Schädel. Legen wir mal da an. Und ich würde sagen, gegen die Knocheninsel schauen wir uns dann beim nächsten Part an. Knochenkopf Island. Oh je, ist ja richtig unheimlich hier. Bitte lass ich mir nur ein oder starrt uns der Riesenschädel dort irgendwie an. Gib die Furcht nicht nach. Ihr müsst die Insel erkunden. Ich will ihr Geheimnis erfahren.
Alles klar. Und diese Geheimnisse werden wir uns im nächsten Part anschauen.